Von der Spree an den Mississippi. In der Nähe von St. Louis hat Trucker Babe Uschi die Nacht verbracht. Auch sie ist auf dem Weg zu einer Baustelle, die das Navi aber nicht kennt. Egal, wir werden es schon finden. Uschi ist die unerschrockene Highway-Heldin. Und das muss man in Amerika auch sein. Die Jungs haben mir letztens mal gesagt, dass die da hinten irgendwo in den Gebüschen eine Leiche gefunden haben. Vor 2 Wochen, bevor ich da war und mich entschlossen habe, da zu camping. Ich habe gesagt, ey, kann ich denn hier übernachten? Ich wollte morgen was hier am Fluss lang gehen. Ja, alles klar, aber da haben sie vor 2 Wochen eine Leiche gefunden. Na prima. Ich habe trotzdem da geschlafen. Das Navi hat das Ziel noch immer nicht entdeckt. Uschi weiß nur, die Baustelle liegt direkt am Flussufer. Also, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich muss geradeaus zur Brücke und dann rechts. Bin mir aber nicht sicher. Unter der 2014 neu eröffneten Brücke gibt der Deich nach. Genau da muss Uschi hin. Ja, gestern Abend oder Nacht, als ich hier ankam, war es also stockdunkel hier. Ich habe gesagt, machst du das besser erst mal morgen, wenn es ein wenig heller wird. Die Stan Musial Veterans Memorial Bridge ragt knapp 130 Meter hoch über den Mississippi. Und unter ihr arbeiten deutsche Ingenieure daran, dass sie auch in Zukunft auf festem Grund steht. Da das da oben etwas enger ist, werde ich jetzt erstmal die Sache zu Fuß abgehen und Hallo sagen. Nicht verwunderlich, dass Uschis Navi die Baustelle nicht gefunden hat. Es gibt ja auch keine echte Adresse, außer vielleicht unter der Brücke rechts neben der Unterspülung. Hi! Bentonite, I know I need to be there. They usually pull straight as far as they can. Yeah, because I'm almost kind of then. Or you can turn and then go turn around down there somewhere. Yeah, I'll figure something. I can actually probably swing a turn right here and then go there and start over again. Yeah. So, and how deep does that thing go again? 100 feet? 130-something feet. 130 feet? Yeah. That's amazing. Yeah. All right. Toodle-do. I'll turn around. Immerhin ist Uschi schon mal da, wo sie hin soll. Ihre Ladung Bentonit wird schon erwartet. Bis Januar 2022 soll die deutsche Firma hier den Deich verstärken. Zurzeit reicht er nicht tief genug unter die Erde. Der gewaltige Fluss unterspült das Fundament. Ja. Oh, right there. Ja. Jetzt muss das feinkörnige Material aus dem Silo-Anhänger. Und das ist immer eine knifflige Angelegenheit. Reicht der Schlauch? Passt der Nippel durch die Lasche? All right. I might work without an elbow. 37 Jahre lebt die gebürtige Krefelderin nun schon in Amerika. Da hat sie sich an den landestypischen Optimismus gewöhnt. Sitzt, passt, wackelt und... No, I don't like that. No, I don't like that. Am Ende siegt dann doch der deutsche Hang zur perfekten Lösung. Ja, ich will da keinen Knick drin haben. Also her mit dem Ellenbogen, dem Verbindungsstück. Sitzt, passt, wackelt und jetzt ist der Schlauch zu lang. Maybe you pull up a couple feet and straighten it out a little bit better. Are you alright with that? No. I'll pull forward. This one here bothers me more than that. I don't like that kind of thing. No, it'll go straight when I go forward. Okay. But I just let me know when. Uschi ist pragmatisch. Und sie schätzt an den amerikanischen Kollegen, dass man sich gegenseitig hilft. Nur in Sachen Papierkram stehen die Amerikaner den Deutschen kaum nach. Was eigentlich überrascht. All right, we got that out of the way. Jetzt geht's los. Wir haben es nicht weit. Das, normalerweise oder manchmal geht das hunderte von Metern in irgendwelche Hintersilos. Ja, ich bringe hier Bentonite hin. Das wird also mit in den Zement gemischt, womit die Slurry Wall, die Mauer, zementieren. Die 130 Fuß in den Boden geht. Die geht hier den ganzen Mississippi entlang an dieser Strecke
weil da normalerweise das Wasser durch den Grund sickerte. Sickern ist nicht gut für den Stanspan, wie die Einheimischen ihre neue Brücke voller Stolz nennen. Aber die deutsche Ingenieurbaukunst wird das schon richten.